kaufen, wenn die Kanonen donnern, investieren in Krisenländern, in Krisensituationen, wenn alles am Boden liegt, das kann durchaus auch mal interessant sein. Und Krisenländer gibt es ja auch einige. Und zwei davon haben wir hier viel behandelt, nämlich Argentinien und in die Türkei. In beiden Ländern gibt es neue Entwicklungen, darum gibt es heute auch ein Update zu Argentinien und zur Türkei. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Investieren in Krisen, wenn die Lage schlimm aussieht, wenn die anderen Investoren alle weglaufen. Das sind Situationen, das zieht manche Anleger magisch an. Das ist dann natürlich antizyklisches Investieren in Reinform, was sich durchaus lohnen kann. Also wenn man bedenkt jetzt zum Beispiel Asienkrise 97, 98 oder die Russlandkrise auch 1999, wer da investiert hätte, der hätte enorme Gewinne gemacht. Es gibt andere Beispiele auch, es gibt genug Beispiele für sowas. Wir machen das also schon aus gutem Grund. Es ist nicht abwegig, dass man sich als Anleger beschäftigt mit Krisenländern. Dass man da vielleicht sogar auch mal sich komplett gegen den Markt stellt und die Realitäten und die Nachrichtenlage da vielleicht auch mal komplett ignoriert. Aber es ist natürlich auch riskant. Also die anderen Investoren, die fliehen ja alle nicht ohne Grund. Krisen können sich auch verschärfen, die können eskalieren aus sich selbst heraus. Und das haben wir ja auch reichlich gesehen. Letztes Jahr, dieses Jahr, gerade an unseren Beispielen Türkei und Argentinien, die wir hier ja auch viel behandelt haben. Aber es geht an der Börse natürlich immer weiter und es gibt in beiden Ländern neue Entwicklungen und heute arbeiten wir die mal ab. Und mit Argentinien geht's los. Obwohl wir Argentinien erst gemacht haben vor 4 Wochen, also kurz nach diesem harten Crash im August, und dieser Crash, das war ja auch nochmal ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie sich es eben wirklich nochmal zuspitzen kann, so eine Krise. Also auch wenn es vorher schon schlecht aussieht und auch wenn man denkt von Bewertungen und Indexständen her, es kann ja gar nicht mehr schlimmer kommen eigentlich. Aber trotzdem, es ist schlimmer gekommen und mit diesem Crash und das eben in einem Ausmaß, den ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Wie ist die Lage in Argentinien? Also es ist kurz gesagt so, wir haben in Argentinien natürlich momentan eine schwere Währungskrise und eine schwere Inflationskrise. Der Peso ist im freien Fall, Inflation geht durch die Decke und diese Krise hat sich auch ausgeweitet in eine Krise, wo man jetzt wirklich die Stabilität und Glaubwürdigkeit auch von Argentinien wieder mal in Frage stellt. Und die Regierung Macri, die jetzt noch dran ist, die ist wirtschaftsfreundlich an sich, denen würde man es eigentlich sogar noch zutrauen am Markt, dass sie das schon irgendwie wieder hinkriegt. Aber Ende Oktober sind Wahlen und wahrscheinlich wird die Macri-Regierung abgewählt. Und wer jetzt im Raum steht, eventuell als neuer Präsident dann, das ist ein Peronist, Alberto Fernandez. Und in seiner Regierung, da wäre dann höchstwahrscheinlich auch wieder Cristina Fernández de Kirchner, die schon mal Präsidentin war von Argentinien von 2007 bis 2015 und unter ihr ist es wirklich schlecht gelaufen. Und am Markt befürchtet man jetzt natürlich eine Neuauflage dieses Kirchnerismus. In meinem Video vor 4 Wochen habe ich gesagt, das ist alles nicht schön, aber trotzdem die Panik und dieser letzte harte Kurssturz im August dann nochmal, den halte ich eigentlich für übertrieben. Und zwar auch dann, wenn es wirklich zu diesem Regierungswechsel kommen sollte, zu diesem befürchteten. Und die Meinung, die ist kritisiert worden. Ein Zuschauer, der hat zum Beispiel geschrieben, er ist sich sehr sicher, dass Argentinien seine Schulden nicht zurückbezahlt, auch diesmal nicht. Und außerdem, wenn es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, da würden dann Industriebetriebe verstaatlicht werden und landwirtschaftliche Betriebe verstaatlicht werden und so weiter.
Habe ich jetzt noch nicht gehört bis jetzt in dieser Schärfe. Ich glaube auch nach wie vor, dass Alberto Fernandez nicht so radikal ist wie Christina Kirchner und nicht so radikal, wie man glaubt am Markt. Aber trotzdem ist der Einwand natürlich berechtigt, weil am Ende wissen wir alle nicht, was kommt nach dieser Wahl. Entscheidend ist, dass man momentan dieser eventuell neuen Regierung einiges zutraut und nicht nur Gutes. Und die Unsicherheit ist dementsprechend groß, die Unsicherheit am Markt. Und was noch dazu kommt im Fall von Argentinien natürlich, das ist da eben auch die Historie. Also Argentinien hat eine Vergangenheit, die schwierig ist, die geprägt ist von vielen, vielen Krisen. Also wir haben immer wieder Währungskrisen gehabt, Zahlungsausfälle gehabt. Wenn es das alles nicht gegeben hätte, diese Vergangenheit, dann hätten wir die jetzige Krise auch nicht oder zumindest nicht in der Form. Aber wir haben sie natürlich und sie verstärkt sich eben auch gerade aus sich selbst raus. Und was jetzt neu gekommen ist, wir haben jetzt auch Kapitalverkehrskontrollen wieder in Argentinien. Also auch die Regierung Macri, die ja marktliberal ist, hat jetzt den freien Devisenhandel aufgegeben in ihrer Not, damit die Kapitalflucht begrenzt wird. Und die Regierung hat außerdem gesagt, sie will einen Zahlungsaufschub bei ihren Anleihen. Das will sie verhandeln. Will sie verhandeln mit dem IWF und mit ihren Anleihegläubigern. Und das ist natürlich schon relativ dramatisch. Da schrillen jetzt natürlich die Alarmglocken auch bei den Anlegern. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das kommt. Vor allem auch nicht, dass es so schnell kommt und dass es von der Macri-Regierung auch kommt, wo es ja wirklich immer um das Vertrauen der Finanzmärkte gegangen ist. Aber das zeigt eben tatsächlich, wie sich das sowas zuspitzen kann, so eine Währungskrise. Das Ganze ist ein vorsorglicher Schritt, also wir haben jetzt keinen Ausfall auf breiter Front, aber man sieht jetzt doch, es wird eng. Was auch interessant ist, das sind jetzt zwei Schritte, die man dieser neuen Regierung eventuell zugetraut hat. Das sowas hat man denen unterstellt. Die könnten das machen, wenn sie dran kommen. Zahlungsausfälle, Zahlungsausschub, Devisenkontrolle und so weiter. Deswegen hat der Markt ja auch so Angst gehabt vor den Peronisten. Aber jetzt ist es die Regierung Macri, die genau das macht, weil sie auch nicht mehr anders kann. Und was zusätzlich noch aber interessant ist, dass diese Sachen am Finanzmarkt sich nicht mehr negativ ausgewirkt haben, interessanterweise. Also der Peso ist jetzt nicht mehr nennenswert gefallen daraufhin. Hier haben wir den Peso zum Euro 12-Monats-Chart. Da sehen wir den starken Einbruch im August, aber das war dann schon das Tief. Das war damit schon erreicht, bis jetzt zumindest. Trotz dieser neuen Hiobsbotschaften in den letzten Wochen. Und der Merval, der Leitindex, der ist sogar seit Anfang September über 20% im Plus wieder. Natürlich von einem niedrigen Niveau aus, das ist auch klar. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass die neuen Hiobsbotschaften, dass das die Märkte jetzt nochmal so richtig geschockt hätte. Und vor allem die Kapitalverkehrskontrollen, die sieht man jetzt sogar relativ positiv, weil das ja vielleicht auch helfen könnte gegen den Kapitalabfluss, den wir haben. Das heißt auch, wir sind von den Bewertungen her jetzt eigentlich auf einem Niveau angekommen, wo kleine positive Entwicklungen den Markt auch schon stützen können und wo es eine Erholung geben kann, obwohl das Umfeld insgesamt und die Nachrichtenlage natürlich schauderhaft ist nach wie vor. Aber das Ganze ist natürlich wackelig. Wir haben immer noch große Unsicherheit, vor allem das Thema Anleiheschulden, das ist ein Problem, das ist ganz klar. Und jetzt auch mit dem IWF, also die Gespräche, was wird da jetzt passieren? Ich denke natürlich schon, dass der IWF versuchen wird, weiter in Argentinien zu helfen. Aber kriegt man da jetzt eine Lösung? Kriegt man da eine schnelle Lösung und bringt eine Lösung überhaupt was? Also auch wenn man sich jetzt vielleicht einigt, in ein paar Monaten kann es ja schon wieder so sein, dass dann eine neue Regierung kommt, eventuell und alles wieder auch über den Haufen wirft. Das ist ja theoretisch alles denkbar. Vor allem jetzt, wo diese Opposition so eine Steilvorgabe bekommen hat von der jetzigen Regierung. Mit anderen Worten, es ist alles schwierig, es gibt viele offene Fragen
Und ich würde darum im Moment eigentlich auch sagen, angesichts der neuen Entwicklungen, die wir ja haben, trotz der Substanz, trotz der Bewertungen, trotz diesem Leitzins von 78%, was ja den Peso im Grunde interessant machen sollte, Argentinien momentan ist eher was für Hartgesottene. Man kann es beobachten, man muss es beobachten. Die Wahl ist vor allem wichtig Ende Oktober, aber Argentinien ist momentan natürlich schon ein schwieriger Markt. Wir stecken natürlich im Moment mittendrin in den Problemen. Sowas kann sich aber auch wieder ändern eines Tages. Es kann auch wieder besser laufen und das zeigt ein anderes Beispiel, nämlich die Türkei. Die Türkei, da habe ich ja in der Krise, als die Krise da eskaliert ist, da habe ich ja auch ein Video nach dem nächsten gemacht und was wir da auch alles gehabt haben an Problemen. Also alles, was man nur haben kann, Lira-Absturz, dann dadurch die Inflation oder es hat sich hochgeschaukelt, dann Rezession, dann die Politik, Erdogan, Konflikte mit dem Westen, die Notenbankglaubwürdigkeit und so weiter. Da hat sich ja jeder damals gefragt, was soll das bloß alles werden mit der Türkei? Und diese Probleme, viele von diesen Problemen, die haben wir immer noch. Aber was wir jetzt nicht mehr haben in der Türkei, interessanterweise, das ist eben diese Panik, diese Fluchtreaktion, die wir vor einem Jahr noch gehabt haben. Also dieser Teufelskreis, wo dann die Anleger eben sagen, oh Gott, die Lira fällt und wenn sie jetzt noch weiter fällt, dann wird die Inflation auch noch schlimmer und deswegen fällt die Lira dann noch weiter und dann können die Unternehmen aber ihre Schulden im Ausland nicht mehr zahlen und, und. Also diese Panik, dass man sich wirklich nur noch auf den theoretisch möglichen Kollaps konzentriert, der kommen könnte theoretisch, aber man sieht dann eben in der Situation auch nichts anderes mehr. Aber inzwischen ist die Lage so, auch in der Türkei, also es hat sich wirklich stabilisiert mittlerweile. Das ist die Lira, Chart ein Jahr. Also ganz am Anfang haben wir hier noch das Tief vom letzten Sommer, da ist ja die Lira stark eingebrochen. Aber seitdem hat sich die Lira wirklich ganz gut entwickelt, hätte damals auch keiner gedacht. Das Ganze natürlich auch wieder von einem niedrigen Niveau aus, also das hier ist der 5-Jahres-Chart. An dem sieht man schon, dass die Lira da natürlich aus ganz anderen Bereichen kommt. Also den Lira-Verfall, den gab es natürlich auch schon länger. Aber dann gab es eben auch Sommer 2018 diesen letzten starken Abverkauf. Und davon muss man sagen, davon hat sie sich gut erholt. Man kann sagen, sie hat sich durchaus stabilisiert. Wie gesagt, Probleme gibt es immer noch, Spannungen im Westen, fühlt sich vielleicht jetzt nicht mehr so schlimm an, wie es mal war vor einem Jahr, aber gut ist das Verhältnis nicht. US-Sanktionen haben wir immer noch, Zypern, dieses Erdgasthema, dann Syrien ist die Türkei involviert, da wissen wir auch nicht, was kommt. Und dann natürlich die Notenbankgeschichte, der neue Notenbankchef, der senkt jetzt massiv Zinsen auf Geheiß von Erdogan. Erdogan will noch viel niedrigere Zinsen. Das heißt, es besteht die Gefahr, die Zinsen könnten jetzt zu stark gesenkt werden und das würde dann eben kein Kapital mehr anlocken aus dem Ausland und man hätte vielleicht auch den Eindruck, dass die Inflation jetzt doch nicht wirklich bekämpft wird. Die letzte Leitzinssenkung jetzt neulich, da ging es runter um 3,25%, da sind wir jetzt bei 16,5% Leitzins, während es im Juni noch 24% waren. Also massive Senkungen in den letzten Wochen. Und Inflation ist bei 15% momentan. Was man aber auch sagen muss, diese letzte starke Leitzinssenkung, darauf hat die Lira nicht mehr negativ reagiert. Also die ist nach der Leitzinssenkung gestiegen sogar. Und das heißt erstens, diese Gefahr, dass der Leitzins zu niedrig sein könnte, die sieht man gar nicht mehr so am Markt. Also vor einem Jahr hätte so eine Leitzinssenkung in der Türkei noch einen Aufschrei gegeben am Devisenmarkt. Das ist es nicht mehr so, weil zweitens dürfte die Inflation tatsächlich zurückgehen. Das ist ja das Argument der Notenbank. Das ist meiner Meinung nach auch schlüssig. Das liegt jetzt an Basiseffekten, also die Vergleichswerte vom letzten Jahr sind hoch. Dann ist die Lira nicht mehr gefallen dieses Jahr, was den Preisanstieg ja auch eindämmt. Und die Wirtschaft wächst natürlich auch nicht mehr, also auch von der Seite kein Preisdruck mehr, also zumindest für die Inflation.
Und eine Sache, die man lang nicht gesehen hat, das ist, dass die niedrige Lira ja auch einen positiven Effekt hat auf den Export, auf die Wettbewerbsfähigkeit der Türkei. Sieht man im Tourismus jetzt zum Beispiel. Und das wirkt sich natürlich aus jetzt auf die Leistungsbilanz. Das ist in der Türkei ein sehr wichtiges Thema. Und im Juli zum Beispiel, da hat die Türkei einen Leistungsbilanzüberschuss gehabt von 1,2 Milliarden Dollar. Und insgesamt dieses Jahr sieht die türkische Leistungsbilanz so gut aus wie seit 17 Jahren nicht mehr. Und das heißt dann wiederum, dass viele von diesen ganzen Fragen, die man sich vor einem Jahr gestellt hat, also ist es genug Liquidität da und kann die Türkei ihre Verpflichtungen bedienen in ausländischer Währung, diese ganzen Fragen, die stellt man sich heute nicht mehr. Und das ist ein großer Unterschied zu damals. Und damit würde ich jetzt im Moment tatsächlich sagen, dass die Türkei wieder ein interessanter Markt ist für Anleger. Der Zeitpunkt für Investments in der Türkei ist wahrscheinlich momentan nicht so schlecht. Was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass wir jetzt zum Beispiel einen starken Anstieg nochmal von der Lira bekommen, weil man am Markt ja weiß, vieles von dem, was besser geworden ist, das verdanken wir der niedrigen Lira. Also da ist jetzt ein neues Gleichgewicht entstanden und das wahrscheinlich auch mit gutem Grund. Aber auch wenn wir Anleger sind aus dem Ausland, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine steigende Lira in der Türkei. Was wir brauchen, ist eine stabile Lira. Wenn die Lira stabil bleibt, dann sind zum Beispiel ja auch türkische Anleihen mit ihrer hohen Verzinsung wieder wahnsinnig interessant. Und man hat dann auch am Aktienmarkt, am türkischen, nicht das Risiko, das man hätte, wenn man wüsste, die Lira läuft jetzt ganz klar gegen mich. Also die Lira bleibt das, was man im Auge behalten muss, am meisten, glaube ich, als Auslandsanleger, wenn man in der Türkei investiert. Aber gerade vor dem Hintergrund ist die Zeit wahrscheinlich nicht so schlecht. Also für überschaubare, kleinere Investments natürlich. Risiken sind in der Türkei nach wie vor da. Aber wie gesagt, wenn man die Lage jetzt mal vergleicht damit, wie es vor einem Jahr war, dann hat sich das sehr verändert und hat sich deutlich zum Positiv verändert. Und im Vergleich dazu sind aber Investments in der Türkei immer noch relativ günstig, muss man sagen. Wo investiert man da? Wie investiert man? Ist teilweise gar nicht einfach, aber ein paar Anregungen haben wir für Sie und die gibt es nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Der Zukunftsmärkte-Report ist gratis, den kann jeder kriegen. Sie melden sich einfach einmal an auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche, wie gesagt, Thema Türkei. Wie sieht es da aus? Wie ist die Lage? Wie sind die Bewertungen am Aktienmarkt und beispielsweise auch welche Anleihen gibt es da? Wir haben ja, wie gesagt, ein sehr hohes Zinsniveau auch in der Türkei, das interessant sein könnte. Was kann man da machen? Das alles nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report und der Anmelde-Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. So viel also für heute mal zu diesen beiden Ländern und zum antizyklischen Investieren dort. Wir haben zwei Länder, die interessant sind oder die interessant werden könnten. Was wir gern mal machen könnten in der Richtung auch andere Länder zu besprechen, in einer ähnlichen Situation. Türkei zum Beispiel, das ist ein Markt, der könnte sehr interessant werden in der nächsten Zeit. Ich weiß nur nicht, besteht da jetzt Bedarf bei Ihnen, besteht da Interesse, da hoffe ich ein bisschen jetzt auch auf Ihr Feedback. Aber sowas können wir natürlich hier auch mal besprechen auf Zukunftsmärkte. Und ansonsten können wir auch das Fazit ziehen, antizyklisch investieren ist nicht immer einfach, das ist schon klar, man hat vielleicht auch nicht immer die Infos, aber was Sie ja wissen, dafür gibt es Zukunftsmärkte. Wir hier auf dem Kanal, wir haben die Länder, wir haben die Themen, die die anderen meistens nicht haben. Und wir haben da auch ganz viele verschiedene Themen. Und darum schauen Sie sich mal um bei uns auf dem Kanal über das ganze Spektrum. Oder noch besser ist dann natürlich Zukunftsmärkte abonnieren. Dann sehen Sie ja auch die neuen Beiträge sofort. Und damit Sie das auch wirklich tun, beim Anmelden auch immer die Glocke gleich drücken. Das ist für die Benachrichtigung, wenn die neuen Videos da sind. In diesem Sinne, es freut mich sehr, freut mich, dass Sie wieder dabei waren. Bis bald dann vielleicht und danke wie immer natürlich fürs Zuschauen.